Ich habe einen Raum, wie einen Rucksack im Gepäck. Meist sehe ich ihn gar nicht, meist hält er sich bedeckt. Ich trage einen Raum im Innersten nach außen. Ich heb mit jedem Schritt einen inhaltsschweren Haufen aus gesammelten Geschichten, die sich in mir verlieren. Sie säumen denkbaren Gänge und stehen in Spalieren. Und würde ich eines Tages die Tür zu diesem Raum entdecken und voll Fragen durch Schlüsselloch reinschauen, dann sähe ich, was da lagert, was da schlummert, was da schwelt, wie Geschichten sich in Schichten hier verdichten und erzählen. Ein Teil des Raumes wäre gefüllt mit Geschichten über mich, die ich mir von mir erzähle. Und sie erzeugen eine Sicht auf mein Leben, auf mein Werden, auf mein Wollen, auf meinen Takt. Und jedes Mal, wenn ich erzähle, weicht die Geschichte etwas ab. Denn wie ich meine Worte wähle, das setzt eine Sicht voraus. Ich treffe eine Auswahl, wähle Perspektiven, lasse aus. Ich erzähle auch, was andere sagten, was sie mochten, was sie störte. Meine Geschichten sind geprägt von den Geschichten, die ich hörte. Heute erzähle ich mich mutig und morgen vielleicht schwach. Ich bewerte, was ich tue. Ich deute, ich bedeute und ich gebe Geschichten ab. Ich erzähle mich, also bin ich. Und ich präge mein Bild von mir. Ich beschreibe, wie ich mich sehe und das teile ich mit dir. Und ich trage einen Ort, einen Raum mit mir herum. Gesammelte Geschichten, gestapelt stehen sie rum. Ein Ort voll kleiner Wunder, Narrative, die hier wohnen. Manch Erzählung ist umhüllt von einem Einband Emotionen. Poster an den Wänden mit Filmszenen, die mich prägten. Und ein Wandtattoo voll Tiefe verspricht einen Sinn fürs Leben. Und ich stolper durch die Welt, wie durch ein Feld voller Geschichten. Glaubenssätze, Narrative und Klischees, die sich verdichten. Unentwegt drängt diese Welt mit Narrativen an mein Ohr und sie dringen in mich hinein. Und ich halte sie mir vor. Mir sitzt oft wie ein Schal dieser Raum dann im Genick. Er deutet und er malt sich in mein Weltbild Schritt für Schritt. Alles, was man ständig hört, was man so erreichen müsste. Ein Haus, ein Hund, ein Kind und ein Auto an der Küste. Und du musst etwas leisten, nur dann bist du genug. Familie muss man ehren, Wasser ist nicht so dick wie Blut. Frauen sind zickig und hysterisch, Männer stark und dominant. Und immer wieder diese Frage, wer hat bei euch die Hosen an? Ich bin umringt von Narrativen. Glaubenssätze von Kopf bis Fuß und die immer gleichen Skripte sickern mir durch Fleisch und Blut. Wer arbeitslos ist, ist nur faul. Und wer reich ist, hat's verdient. Pack dein Glück beim Schopfe, jeder ist seines Glückes Schmied. Arbeit ist die wärmste Jacke, kann man nicht genug betonen. Und jeder kann es schaffen. Leistung muss sich wieder lohnen. Das regelt schon der Markt. Da muss man ihn nur lassen. Und Pausen muss man sich verdienen. Nur dann darf man sie machen. Für dich wird er sich ändern. Nur du kannst den Mann retten. Und ich bin nicht wie die anderen Frauen. Das musste ich versprechen. Boy meets girl, ganz einfach. Und dann wird alles gut. Die immer gleichen Skripte sickern mir durch Fleisch und Blut. Und ich trage einen Ort, einen Raum mit mir herum. Gesammelte Geschichten, gestapelt stehen sie rum. Mir sitzt oft wie ein Schal dieser Raum dann im Genick. Er deutet und er malt sich in mein Weltbild, Schritt für Schritt. Und wir müssen sie nicht glauben. Es reicht, dass wir sie wiederholen. All die Geschichten, Narrative, all die Klischees, sie wirken schon im Hinterkopf, ganz unbewusst, ganz harmlos und ganz klein, manchmal ohne, dass wir es merken, schreiben sie sich in uns ein. Geschichten können unwahr sein. Und doch haben sie Macht, werden sie auch widerlegt, was bleibt, ist der Verdacht. Lügen werden zwar nicht wahrer, wenn man sie wiederholt und doch zeigen sie Wirkung, wenn man sie oft genug betont. 2018 sagte der US-amerikanische Rechtspopulist Steve Bannon, um die Demokratie zu zerstören, müsse man vor allem die Medien beherrschen, die Aufmerksamkeit binden. Flutet sie mit Scheiße, sagte er. Flood the zone with shit. Geschichten, Lügen werden zwar nicht wahrer, wenn man sie wiederholt und doch zeigen sie Wirkung, wenn man sie immerzu betont. Wenn wir sie ständig wieder erzählen, haben Geschichten Macht und in dem Raum in meinem Hinterkopf, da machen sie sich Platz und darum Hände hoch und Geschichten auf den Tisch. Ich krame in der Kammer, ich verschaffe mir Überblick, all die Geschichten, Narrative und Glaubenssätze ausgelegt. Ich will verstehen, was mich begleitet. Ich will sehen, was mich prägt. Was ich ständig wiederhole, oft auch ohne es zu merken. Ich will mächtig aussortieren. Und manches will ich stärken. Ich will mich fragen, was von Wert ist und welche Narrative fehlen, welche Geschichten wir mehr brauchen. Und dann will ich sie erzählen. Und ich trage einen Raum
im Innersten nach außen. Ich heb mit jedem Schritt einen inhaltsschweren Haufen aus gesammelten Geschichten. Sie lenken meinen Blick. Sie deuten und sie malen sich in mein Weltbild, Schritt für Schritt. Vielen Dank. Puh. Okay. Das. Vielen Dank. Ich habe sehr gebebt. Ich habe diesen Text vorher noch nie auswendig gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen sehr großen und schlimmen Textsänger hat, ist immer, aber oh, danke, ihr seid gut, danke, dass ihr da seid. Okay, aber ich wollte gar nicht, ich schließe...